Und wir sind wieder live. Ah, ihr schönes Ding gegen Dead Generation Federal League Season 1. Game 2. Nachdem Dead Generation ein schönes Ding im ersten Spiel komplett gewiped hat. Und ja, quasi keinerlei Licht am Ende des Tunnels für SD zu sehen war. Bin ich schon mal gespannt auf das zweite Game. Das, ja. Long story short, es wird komplett auf spielerisches hinauslaufen. Der Draft macht eigentlich keinerlei. Hat halt nichts mit dem Draft zu tun. Schönes Ding hatten letztes Mal ein Pusher-Lineup gepickt und haben halt keinen einzigen Tower-Damage-Punkt quasi gemacht. Und der Generation haben halt nicht mal irgendwie, ja, sind halt rotiert, haben gesehen, dass sie gewonnen haben, haben Dagens gebaut und ja. Pff. In dem Sinne war es tatsächlich ein bisschen langweilig nicht unbedingt, weil passiert ist ziemlich viel. Nämlich tolle Teamfights, also tolle Fights und Pickoffs auf der Seite von Dead Generation. Aber so richtig dagegen gehalten konnte schönes Ding natürlich, also konnte es leider nicht. Wir sind gespannt, ob es jetzt anders wird. Ich muss noch 10 Minuten Draft überbrücken. Mit, was halt leider so das Problem ist, eben Dingen, die vielleicht keinen Unterschied machen. Wenn es halt so eindeutig klar ist wie beim letzten Mal. Andererseits konnten sie auch schon gegen Übelst so ein Spiel gegenhalten, obwohl Übelst halt auf der ähnlichen Stufe wie Degeneration ist und vielleicht sogar ein bisschen besser als Degeneration. Ich weiß nicht, ob sie schon gespielt haben, aber ja, wenn nicht, wird man das noch sehen. Degeneration hat auf jeden Fall einen Even und einen Loss, wohingegen Übelst meines Erachtens noch ungeschlagen sind. Schauen wir mal. Übelst 10-0-0, ja. Naja gut, muss man sehen. Dead Generation Mirana Kunkka. Cool, dass ich die Kombo auch mal sehe. Gefällt mir. X into Arrow, beziehungsweise X into Torrent, into Arrow, into Death, Insta-Death. Schönes Ding gibt in einem Tidehunter. Klar, ist quasi der Pick, der dann doch am wenigsten auf... Klar muss er halt irgendwie die Lane okay sein, aber er hat quasi ähnlich. Er hat im letzten Spiel halt nicht gegen eine Offlane spielen müssen, aber hat ähnlich Farm wie eine Offlane rausbekommen. Aber es ist halt immerhin was Sicheres, denn du hast einen Titaner, der immerhin Levels bekommt und ein bisschen Farm bekommt. Und es ist da vom anderen Team abhängig, was man jetzt damit machen kann. Also zumindest Wobster, der wahrscheinlich die Offlane auf dem Titaner wieder spielen wird, wie im letzten Game, wird da sich immerhin sagen können, naja, ich habe meine Lane... Nein, nicht gewonnen. Gegen Invoker ist es, ja, also geht, aber generell der Ranged Hero mit relativ viel Damage an den Invoker und meistens sogar Faceboots sollte da die Nase so ein bisschen vorne haben. Und natürlich die Offlane, also die Solo-Lane da gegen Invoker schon nicht so toll gemacht, aber er hat halt irgendwie ein bisschen Farm, ein bisschen Levels bekommen und es war schon okay so. Death Prophet ist quasi mit Razor ein weiterer Held, der ja, relativ okay ist und relativ tanky und relativ kann einfach Plays machen und ist nicht so ein All-or-Nothing-Held, wie eigentlich Emma im letzten Spiel war. Hat er jetzt komplett das Spiel entschieden, aber wenn er halt nicht so gut wäre, hätte das auch komplett anders ausgehen können. Von daher relativ stabile Helden auf Seite von Schönes Ding. Und Dead Generation geht halt quasi mit der Combo. So, wenn sie die machen, ist es halt... sehr, sehr gut, weil sie da Kills ohne Ende bekommen. Aber wenn nicht, hast du halt irgendwie unterlevelte Supports, die vielleicht nicht so viel Impact haben wie der Rest. Denn anders als, also nichts anderes außer Kills können die beiden bekommen. Natürlich mit dem Schiff und mit dem Moonlight Shadow und so haben sie halt noch viel Utility. Deshalb ist es die Combo halt auch stark, weil Utility ist noch ein bisschen dabei. Aber generell brauchen sie halt Kills. Das heißt, den Generation geht jetzt quasi auf ihr Ganker-Liner. Shadow Shaman und Bugner wird hier rausgebannt. Also jetzt sagen, okay, ja, wir machen Pickoffs und wir wollen halt keinen Push bekommen, weil Kunkka musste doch erstmal Level 2 bekommen werden, um, also, oder Level 4 in dem Sinne für Level 2 X-Mark the Spot, um da easy oder 100%, ja, 100% nicht, aber easy Kills zu bekommen. Bis dahin müssen sie halt irgendwas mit der Mirana machen oder irgendwelche Sneaky Torrents oder sowas treffen. Von daher wollen sie halt keinen All-In-Push mit Pugner oder Shadow Shaman. Ja, schönes Ding. Band die beiden Setups für Mirana. Aus dem Grund, weil sie eben wissen, okay, Kunkka braucht noch ein bisschen, bis er aktiv wird und bis die Arrows hitten. Von daher bannen wir halt einfach mal alles, was ein Easy-Setup wäre. Haben dabei leider den Skywrath Mage vergessen, beziehungsweise
der kommt halt dadurch durch. Wird immer gepickt. Und mit dem First Pick war das schon fast klar, dass sie ihn picken könnten. Wir hätten zwar auch Support Miranda machen können, aber jetzt haben sie sogar das, dieses, okay. Wir haben halt, wenn die Miranda ein bisschen gefarmt ist, können wir dann halt ganken gehen und so. Ist halt immer eine Kunkan Skywrath Mage. Eine relativ starke Combo, denn Concussive Shot into Torrent ist auch einfacher zu treffen als nur ein Torrent. Denn immerhin 40% Slow. Wenn ich mich nicht irre, 40% Slow. 40% Slow, ha! Ja. Starkes Lineup, viel Gank. Mal gespannt. Schönes Ding, also sie müssen halt jetzt eine Dryland draften, die davon dagegen quasi immun ist. Death Prophet wird eine verdammt schwierige Zeit haben in der Mitte, wenn sie nicht gesichert wird. Und ein schöner Aberon. Mal gespannt, was da noch kommt. Ich... Oh Gott, ich habe da so eine Befürchtung. Aber mal schauen, bisher ist davon nichts gebannt. Mal gucken, ob sie aggro mit Darkseer X gehen. Mal gucken, ob sie jetzt soweit sind, Pocket Strats auspacken. Das wird sich aus Verzweiflung nehmen, aber ja, das ist es halt in dem Sinne, was sie haben müssen. Sie müssen ein defensiveres Lineup haben, was dagegen besteht. In Late Game wise sind sie gar nicht mehr so schlecht. Jetzt mit dem Weaver müssen sie halt gucken, dass sie den Weaver irgendwie hochbekommen, eine Farm abhalten, was sie bisher noch nicht haben. Sie haben jetzt gar keinen Gank und nur ein sehr stabiles Defensives für Farm sicher. Aber mal schauen. Doch, ein Slaughter dazu, okay. Ein Slaughter mit dem Aberdon Protected gegen, ja, Fernkampf-Carries. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Weil wenn der Generation hier aggressiv dagegen gegen die Slaughter Aberdon geht, könnte es schwierig werden, da irgendwas gegen zu tun. Also ja, mit dem Shield Harris und so vielleicht. Aber ja, das können sie relativ einfach kiten. Und da das ganze Game auf Play und auf Good Place hinauslaufen wird, wird das wahrscheinlich mit dem Kiten noch eintreten. Von daher bin ich mal gespannt, was schönes Ding als zweiten Support dazustellt, was das vielleicht so ein bisschen verhindern kann. Ein Earthshaker wäre hier gar nicht so schlecht. Wieder aus demselben Grund, aber mal schauen. Ein Dazzle wäre tatsächlich, was Gen Generation gebannt hat, ein Dazzle. Wäre eine ziemlich valide Wahl gewesen, weil dann Slaughter kann quasi nicht sterben. Und das ist eigentlich genau das, was sie suchen. Und dann mit Slaughter Blink Dagger können sie dann selber Pickoffs machen. Mal schauen, wofür sie sich danach entscheiden. Reserve Time. So, Dead Generation braucht wohl noch eine Mitte. Bin mal gespannt, ob sie wieder mit dem Ember gehen. Ich glaube, der könnte relativ gut reinpassen. Wir haben zwar relativ wenig Teamfight jetzt, was tatsächlich ein Problem sein könnte. Von daher vielleicht eher, weiß nicht, Dragon Knight oder... Okay, Timbers so eine Mitte? Nee. Weaver in der Mitte vielleicht? Okay. Ich will mich da nicht festlegen. Von daher schauen wir mal erstens, wer pickt. Und zweitens, ja, wo sie dann einfach hinkommen. Können viel machen. Der Timbersaw-Pick ist relativ cool, relativ gut, funktioniert gegen Abaddon, Titan, das Slaughter. Und es ist halt gegen so tankiges Lineup relativ gut dagegen. Und da sitzt der Weaver mit Minus-Armor, ist natürlich auch gut. Aber tankige Heroes sind ihm ja trotzdem nicht so lieb. Wie irgendwas, was man schnell bursten kann. Oder was, wo man einfach hinterherlaufen kann, so Squishing-Supports. Und die halt einfach rausnehmen kann. Shannarrow Shaman ist gar nicht hier dabei, das überrascht mich so ein bisschen, aber ich glaube, er wurde auch gebannt. Ja, wurde gebannt, stimmt. Dead Generation. Silencer dagegen. Support Silencer. Mal gucken, ob er den Farm bekommt. Ist halt immer die Frage, wenn sie aggressiv sind, kann der Silencer halt da harassen und so. Wenn sie aber zurück sind, kann der Silencer auch nicht mehr so viel tun. Also ist halt auch so, Aber doch. Die Lanes sind relativ okay. Nachher bin ich mal gespannt, was hier... Ja, wie sich schönes Ding diesmal schlägt. Denn Dead Generations Rotations werden wohl nicht weniger werden mit dem Kunkka Miranda Skywrath Mage. So. Teja war ein Support, ja. Xen Antenna... Mist, okay, ich kenne die Namen doch nicht so, um zu sehen, wer wohin geht. Wer ist dieses, ist halt relativ klar.
Aber ja, der Duration wird man sehen. So. In-game. Ja, ne? Schauen wir uns mit der Duration an, was die so tun. Wir haben Support Scareth Mage, wir haben einen Farmkunker. Oh, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen umgedreht. Was haben wir denn hier? Ja, den Weaver farmt natürlich. Der Timbersaw geht wohl auf die Offlane oder generell halt den Standardbild, weil er halt einen Scout Sheet hat. Die Mirana muss jetzt auf Support gehen. Ja, Support Mirana und Mitte Kunker. Das ist auch interessant. Bin gespannt, gegen eine Death Prophet, Support Kunker. Hm. Es ist auf jeden. Okay, sie haben jetzt einfach so gedacht, wir brauchen ein schnelles Level 2x. Und die Mirana bleibt halt einfach 4 Minuten irgendwo stehen mit dem Level 1 Arrow. Was halt sowieso Standard eigentlich bei der Mirana ist. Wow. Und dann machen wir einfach so die Combo. Das ist eine relativ genau dagegen, was ich gemeint hatte. So, okay, Kunker Support Level 4 dauert ein bisschen. Aber wenn du halt den Kunker in der Mitte farmst, das ist tatsächlich eine relativ super Lane, die ab Level 4 Leute töten kann. Bin ich mal gespannt drauf. Hazel hat hier noch kein Ward gestellt, wird jetzt von seinem Team angepinkt. Sie sollen da wahrscheinlich hier drauf den Ward stellen. Auf die Klippe. Ja. Na, Playoffs. Playoffs, Landing Decisions. Mal schauen, wie es wird. Ping, 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 ping. Ja, der Abaddon hat gesehen, dass da ein Ward gestellt wurde. Und gesehen, dass da relativ viele Supports sind. Und daher wird es auf Akul ankommen in der Mitte, der tatsächlich von dem Abaddon ein bisschen protected wird. Oder er wollte einfach nur nach rechts durchlaufen, aber er sollte vielleicht noch hier ein bisschen bleiben. Die Supports stehen so, um alle möglichen Lanes ganken zu können, werden wahrscheinlich ja, eher gucken, dass sie was in der Mitte bekommen. Aber ja. Das Problem ist ja, einen Weaver rauszuhalten. Ja, mit Glaives geht das. Aber mal schauen, wie das auf dem Weaver läuft. Also, er hat halt auch extrem viel Harris, wo er gegenlaufen, dass er dagegen laufen. Goddammit, warum sehe ich das nicht? Okay, Abaddon stand da und hat nichts getan. Ja, Into Arrow war auch wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun. Die Mist Curl auf Level 1 überrascht mich ein bisschen, weil das ja eigentlich das Shield ist. Oh, seriously? Macht Luca. Okay, Lags wahrscheinlich am Anfang. Okay, direkt von Akku die Pause. So, irgendwas ist hier. Angry Pings, ey, der stand doch hier direkt, war doch klar. Sorry, okay. Mal schauen, ob es was hier war oder einfach. Okay. Na, fehlt noch irgendwie. Irgendwas ist dadurch in der SD. Okay, ja, die Offlane. Timbersaw gegen die Tidehunter. Ein ziemlich gutes Lane-Up für Tidehunter. Für Timbersaw. Kann gut Harrison. Und Timbersaw kann halt auch eben, auch mit dem Minus-Armor, das ist halt relativ einfach, dann kann damit Harrison und ist nicht auf seinen Last-Hit-Damage angewiesen, deshalb macht der Anchor-Smash weniger und so weiter und so fort. Die Supports rotieren hier unter Smoke. Mal schauen, ob sie dann einen Kill auf den Slider bekommen. Der ist jetzt immerhin Level 2 und kann mit Last Word weiter harrison. Aber damit dürften sie jetzt zu weit vorne sein. Ja, jetzt sind sie zu weit vorne, jetzt kommt der Gank. Vielleicht ist es ja eine schlechte Entscheidung von Sinister zu gehen. Und damit kommen sie halt relativ gut weg. Da war vielleicht ein bisschen die Absprache auch bei Dead Generation nicht da. Das hätte man besser machen können. Da war der Slider vielleicht der einfache Target. Aber die Spots dachten sich, hey, das ist das squishierere Target. Hm. Ja, da aber noch ein bisschen, irgendwie ein bisschen weit hinten, um Akku zu babysitten. Vielleicht auch, weil er natürlich gesehen hat, dass die Spots unten sind. Ist er da ein bisschen weiter weg. Dewarded hier. Dann auch endlich, würde ich das jetzt mal meinen. Naja. Die Dual Lane von SD hier unten besteht tatsächlich noch gegen die Tri Lane von Dead Generation. Because of reasons, aber jetzt hat die Mirana auch genug Mana, um für einen Arrow zu machen, von daher. Oh, oh. Ja, das Problem ist, vielleicht reicht der Damage schon
Ja, okay. Oder einfach nah genug gehen, dass der Arrow ein Easy-Hit ist. Und dann ist es halt auch ein Easy-Kill. Ein bisschen zu weit vorne gesehen und den Damage-Output vom Scarath-Mage unterschätzt. Was relativ häufig passiert. Muss man leider sagen. Die Runenkontrolle ist immerhin auf der Seite von SD da. Die Mitte. Schauen wir uns mal die Last-Hits an. 14 auf der Seite von Kunkka, 8 von der Seite von Death Prophet, weil ich hab das mal gestorben. Aber ja, Kunkka farmt da gut. Na, der hätte vielleicht die Ilo wegschicken müssen. Dürfte überleben. Oh, und dafür tötet sich Akul selber. Ich weiß auch nicht, warum das hier unten rumlaufen gegen Kunkka. Ja, okay, das war ein Suicide in dem Sinne. Hätte ihm halt klar sein müssen, dass er sich damit selber umbringt. Er nimmt Dead Generation halt einfach so die Brocken, die ihm vorgeworfen werden. So rum. Deutsche Sprache ist faire Sprache. Ja, aber oben läuft's. Die Farm halt einfach nur untereinander. Auch der Timber Sword kann nicht so viel Damage machen da drauf. Death Prophet. Die wollte ich einfach nur, weil sie weiß, dass sie nicht töten können. Boah, was? Was ein Kunkka-Player. Seriously. Angedodged und dann gemacht. Und Kill. Und einfach so auch gedewardet. Outplayed. Goddammit. Scarath Mage steht halt einfach so da und Harris halt die ganze Zeit ins Lader raus. Hat zwar noch ganz viel Regeneration, sollte es vielleicht auch mal anfangen einzusetzen. Okay, kriegt dafür die Salve da. Auch eine gute Idee. Mirana ist wieder hier auf einen Arrow aus. Das hat SD nicht gesehen. Mal gespannt, ob Admiral Warpster den kommen sieht und da ausweichen kann. Hat auf jeden Fall nicht viel Vision Range, weil die Vision von ihm ist basically hier. Mal schauen. Arrow kommt. Shit. Oh. Schön geschossen. Kaum gesehen. Nicht darauf vorbereitet gewesen. Die Frage ist, ob sie genug Damage haben. Und das sieht nicht der Fall aus. Mana Boots von Timbersaw Level 6. Oh. Das war knapp. Er sollte aber down gehen. Kann jetzt noch ein bisschen juken, aber holt sich die Mana Boots noch und läuft halt einfach. Weg? Okay, ja, okay, Kunkka kommt und damit, aber. Rotation von Kunkka gebracht. Oh, Jukes! Was? Mobster, was tut er da? Also, die Ravage hätte man sich vielleicht sparen können. Er hat gedacht, vielleicht, dass er die Mirana noch bekommt, hatte dann aber zu wenig Mana und die Mirana hat auch irgendwie zu finishen. Hätte aber wahrscheinlich auch sowieso nichts bekommen. Naja, das war nicht wirklich nötig. Lange gejukt, hat auf jeden Fall richtig gut daran gewonnen, denn irgendwie drei Leute sind mir hinterhergelaufen. Aber dass er die Ravage gezogen hat, war leider tatsächlich, hat den ganzen Vorteil, den er gespielt hatte, durch die Zeit wieder weggeworfen. Oh. Ah, okay. Das war ein relativ optimistischer Stun. Anchor Smash, ja, Slytherin Crush. Er hat natürlich nicht gehittet. Tja, 6 zu 1. Nicht so schlimm quasi wie letztes Spiel. Dadurch, dass sie halt keine Tri-Lane haben, wo sie halt einfach mal 3 bekommen bei dem Gank. Oder bei dem guten, erfolgreichen Gank. Aber natürlich müssen alle zurück. Die Grafen, die ich letztes Spiel kein einziges Mal aufgemacht habe, weil sie vollkommen nichtssagend war. Grafen. Ja, plus 2000 geht noch. Plus 2000 geht tatsächlich noch. Hier rausgemalt, dass die da vielleicht von unten auf Akku kommen. Akku sagt, nö, tun sie nicht. Und bleibt da unten. Glück für ihn, dass sie da nicht herkommen. Da muss Akku wirklich gesagt haben, nö, sie kommen nicht daher. Weil sonst wäre er jetzt halt tot. Wir gucken mal wieder Bottomlane. Mirana ist da und wartet darauf, schöne Arrows zu machen. Und mit dem Kunkka. Ja, okay. Immer wieder. Oh, ja, den Arrow hat man schlecht gesehen, das stimmt. Ne, da. Okay. Schönes Boot. Wenn sie da die Ravage hätten, hätten sie vielleicht was tun können. Nur dadurch, dass die Ravage halt weg war, können sie da halt nichts mehr tun. Ist jetzt schon das zweite Mal passiert, dass der Kunkka halt schön Dingens Torrent angedeutet hat. Und dann beim zweiten Mal waren sie sich anscheinend sicher, dass es halt nicht dahin geht. Es waren halt aber auch bei zwei verschiedenen Helden, von daher haben sie nicht gesehen,
Also konnten sie halt nur sagen, hier, der macht das öfters mal. Okay, ein paar mehr Leute noch ins Nichts laufen lassen. Naja. Was tut Akku da? Mirana läuft da vorbei, das wäre ein easy Silence, den er leider noch nicht hat. Okay, wir wollen einen Gucker haben. Was ein Safe. Okay. Ich dachte, jetzt wurde da noch weggekommen. Ja, Fuchs hat jetzt wieder einen Stun. Oh, und dann. Oh, damn place. Okay, der Generation Fix ist ein bisschen an. Ein bisschen overconfident zu sein. Ja. Okay, wir sollten vielleicht auch mal das Schild machen. Und zwar auf Ronny und nicht auf den Akul da. Dadurch stirbt Ronny jetzt. Und Akku kommt halt mit dem Leben, der vorher hatte, weg. Naja. Don't ravage, don't ravage. Es läuft besser für SD. Dennoch lassen sie sich halt schon immer noch so ein bisschen die Hosen ausziehen. Dead Generation Throat so ein bisschen mehr als im letzten Spiel. Also sie haben halt hier ein paar Aktionen gemacht, die halt nicht sein mussten, sind halt da reingerannt. Und obwohl SD teilweise komplett die falschen quasi Aktionen gemacht hatte, hier mit der Death Prophet, die halt hier vorbeilauft, und die Mirana, die halt hier so I'm just going here, never mind me, vorbeigelaufen. Gut, ohne Silence hätte sie da eh nichts machen können, aber läuft halt vorbei, läuft hierher, kriegt hier 5000 Schaden und läuft weiter und überlebt trotzdem. Mit den Faceboots dürfte da der Slader nicht schnell genug sein, um ranzukommen und zu stunnen. Mal gespannt, wie er das vorhat zu tun. Irgendwie einen Stun rauszubekommen. Denn sie haben halt auch für den. Na, den fängt ihr. Naja, geht zu weit. Na gut. Ist halt gespannt, was sie halt davor haben, wie sie den Setup machen wollen. Denn sie haben halt eigentlich auch nichts, um den Slader dann so ein bisschen vorzusetzen. Die kommen da weit, müssen sie halt aufpassen. Rein. Schöner Safe vom Abaddon. Der Abaddon zahlt sich so ein bisschen aus. Aber es reicht halt nicht ganz. Oh, knapp außer Bereich von dem Ravage. Glück für den Weaver da. Aber sie kriegen komplett den Weaver, der seine Timelapse nicht rausbekommen hat. 3 zu 2 der Trade hier. Gut für SD. Und vielleicht sollte sich Dead Generation mal überlegen, was sie da eigentlich gerade tun. Weil das halt vielleicht nicht so sinnvoll ist. Denn sie können jetzt sogar pushen. Die Pings kommen aus, ey Mirana, wo warst du? Seriously? Ja. Mal schauen, ob sie den Tower hier bekommen. Könnte gut sein, aber wie wir rein, ohne. Ja, ich weiß nicht, der Ulti ist ja leider nur Level 1. Da kommt es rein. Ah, okay, gesilenced. Das ist natürlich bitter, da muss jetzt SD dann zurückgehen. TV raus, gute Entscheidung, aber natürlich X-Max Spot, ich wollte schon gerade drauf gucken. Ist dann natürlich auch ein easy Kill, aber da hätte er auch nichts anderes tun können. Wenn weglaufen und X-Max Spot, das kommt auf selbe hinaus. Dire's bottom tower is under attack. 6 zu 14, nun der Stand. Der Graf ging halt ein bisschen hoch, aber geht natürlich jetzt wieder weiter runter. Konnte sie ein bisschen stabilisieren. Ja, den Tower hätte man pressuren müssen. Das Problem ist nur, der Generation kam halt direkt komplett mit allen zurück. Was eigentlich auch klar war, ja. Aber, sie müssen natürlich auch ein bisschen Risiken sehen. Sie haben im letzten Spiel gesehen, okay, der Generation sind extrem gut und wir machen dumme Fehler. Also machen wir halt vielleicht mal ein bisschen greedy. Ein bisschen mehr greedy. Vielleicht sollte die Death Prophet im Gegensatz zu diesem. Ach, nee, reicht nicht. Gegen dieses Liner vielleicht doch mal den Silence ein bisschen früher skillen. Denn der ist hier tatsächlich Gold wert. Gut gedodged von Akku. Genauso wie der Silence halt hier für den Rest halt gut ist. Okay. Langsam fangen die Torrents halt wieder an, nicht so gut zu treffen. Und die Death Prophet macht halt hier das. Oh, okay. Ja, ist natürlich jetzt endlich der Damage da, aber die Death Prophet macht halt genau das, wofür sie gepickt wurden, nämlich tanky sein und Damage austeilen. Hat hier vier Leute quasi beschäftigt. Und wenn du dir dann überlegst, dass da noch ein Abaddon dabei sein könnte, der dann auch Heal machen könnte, dann ist sie extrem, extrem tanky. Hat jetzt hier ziemlich viel gedodged natürlich, auch von Dead Generation. Aber ist ja der Punkt.
Die haben halt keine perfekten, also sie haben perfekte Setups, die sie bisher noch nicht so wirklich benutzt haben. Klick, klick, hier. X-Marks des Bot ist jetzt auf Level 2. Von daher, das dürfte es ein Hit werden. Aber wenn sie die Dinger nicht einsetzen, dann kann es tatsächlich so sein, dass, naja, dass SD dann auch mal länger lebt. Weil sie in der Damage halt auch wirklich fehlt, wenn sie halt nicht Ship X into Torrent, into Ship, into Arrow machen. Denn der Weaver hat noch nicht so viel Damage. Er geht, hat. Oh, der Weaver ist extrem unterfarmt, oder? Ja, das stimmt. Wurde hier gut rausgehalten, hat, war natürlich auch ein Offlane-Weaver, muss man dazu sagen. Aber wurde sehr gut rausgehalten, was am Anfang nicht so aussah. Hat jetzt nicht mal seine Power-Dreads nach 14 Minuten. Vielleicht sieht es auch nicht so schlecht für SD aus. Andererseits, Timbersword 72 Last Hits hat, ja, in 700 Gold quasi den Bloodstone fertig. Sehr früher Bloodstone. Und der wird quasi ihr Spiel so dann gut durchmachen. Aber jetzt machen sie den Easy Skill. Oh, was ein schönes Net. Ah, das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Super schönes Schild. Ist halt genau das Richtige hierfür. Wenn er nämlich zum Zeitpunkt des Torrents quasi, wenn er in die Luft fliegt, macht, kann er direkt weglaufen. Und dagegen hat tatsächlich. Ja, da muss der Arrow perfekt hitten, aber der wird ja auch debufft. Na, das ist tatsächlich ein richtig guter Konter gegen das Team. Ja, es muss halt nur mehr von SD sein, um da halt auch was zu tun. Halt nicht nur ein Abaddon und Death Prophet, die quasi gegankt wird von 4 Leuten. Und dann ist es halt auch so ein Easy Kill. Der Blinkdagger von Slada ist jetzt draußen. Die peet jetzt hier auch in die Mitte. Peet peet nicht in die Mitte, aber Slada ist nicht da. Wurde einfach gekillt. Das ist natürlich bitter. So. Ja. Wie komme ich hier wieder in den Fight rein? Dinge passieren. Ganz. Okay. Exorcism von Death Prophet ist raus. Haben immerhin den Kill auf die Mirana bekommen, was nichts mit dem Exorcism zu tun hat. Und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie pushen. Dass der Exorcism nicht umsonst war. Andererseits ist es halt immer noch Level 1 Exorcism. Was relativ übel ist. Aber da können sie immer ein bisschen Damage auf den Tower machen. Exorcism reicht halt nicht wirklich ganz aus, um da was zu tun. Aber mal schauen. Bloodstone ist jetzt fertig. 15 Minuten Bloodstone. Jetzt müssen. Aber Global Silence kommt raus. War nicht wirklich nötig. Da hat sie es hier so ein bisschen verkackt. Leider wollte ich hier oben hin, aber da war schon jemand. Schönes Ding macht's richtig, sie Five Man. Klar hat Dead Generation ein bisschen Teamfight, aber Five Man ist halt so das Einzige, wo sie halt noch was machen können. Und SD hat schon viel Teamfight. Und wenn sie halt einen fokussen, kann er aber dann halt schnell healen. Wenn sie das schaffen, wenn sie das durchhalten, in zu 5 zu Teamfighten, könnten sie da doch relativ gut mit farmen und das ja, noch ein bisschen länger machen. Ja, die Tricks beginnen hier. X-Max ist Bot. Das ist Level 3, also nicht so viel Mana. Aber es lohnt sich natürlich auf jeden Fall schon. Hat jetzt knapp 200 Mana daraus bekommen. Der Kurier hat den Arrow gefangen, aber ja. Edgy Gibion und Kurier und so. Damals zu Dota 1 Zeiten hat der Arrow noch getroffen, ja. Mal schauen. Der Abaddon ist hier komplett alleine auf der Bottomlane. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn ergibt. Der Generation chasen jetzt hier. Solange sie halt nicht rankommen, können sie doch nicht so viel gegen tun. Müssen jetzt hier forcen. Der Generation versucht es jetzt mal von hinten. Dürfte durch den Ward hier gesehen worden sein. Aber anscheinend nicht so viel, dass das es hätte. Boah, der Motor geht rein, macht extrem viel Damage. Ja, man hätte halt hier das Schild auf den Foxer machen können, damit er da wieder rauskommt. Weiß nicht. Der Teamfight läuft relativ. Also, ja, das Problem ist, das System hat gerade keinen Schaden. Aber sie sterben halt auch nicht. Was halt so. Okay. Einfach mal Suicide machen, ja, da kommen wir nicht mehr raus. Okay, SD sagt sich jetzt hier all in. Wir schaffen das. Ist die Frage, ob sie das können. Weil, sie sind alle low. Alle Ultis sind raus. Und jetzt sterben sie halt auch dafür. Ja, das war eine Fehlentscheidung leider. Wir hatten da ganz gut den Teamfight gemacht und hätten da warten müssen. Larry Ulti ist down. Ja, jetzt halt schön auf den Silence geputscht, damit man in den nächsten 60 Minuten keinerlei Chance mehr hat, irgendwie zurückzukommen. Das sind nochmal schöne Entscheidungen.
Also, ja, mit dem Ultimate hat jetzt hier Ronny dafür gesorgt, dass SD wahrscheinlich alle Tower verliert. Da der Cyclopus Hands raus ist. Und nichts Max and Light da sein wird. Da muss, ja, Misplace halt. So. Mal schauen, sie werden jetzt einfach durchgehen. Sie sehen, alle Ultis sind draußen. Werden wahrscheinlich einfach diven. Okay, zu langes CP sorgt dafür, dass die Torrent misst. Andererseits natürlich bei der Arrow so getimt, dass wenn der Torrent fertig ist, der Arrow hittet. Und das ist zu der richtigen Zeit hier. Der Master wird angegangen. Jetzt kommen die Silences auch gut raus. Smoke sollte es vielleicht nicht werden, sondern ein Veil of Discord. Aber hey, es macht beides Puff. Naja, falscher Knopf kann ja mal passieren. Das Warding für Dead Generation ist relativ cool. Sie haben sehr aggressive Wards, wobei der hier jetzt austimt, wird bald wahrscheinlich ersetzt werden. Scarab Mage fährt da schon hin. Und mit Fahren meine ich Fahren? Ja, denn er ist extrem schnell. 325 Movement Speed ohne Boots. 375 mit Boots. Ist ein bisschen sick, ja. More aggressive Wards hier. Das heißt wohl, dass sie auf die Mitte gehen sollen. Die Pings kamen aus, ich weiß aber nicht, ob das hier auf dem Ward ist. Aber es sind doch nicht die Pings von SD. Akku ist schneller als der Wind. Wir sind aus der Kunker und hat deshalb hier. Kam deshalb von dem X-Marks, von der X-Marks Animation nach. Allerdings laufen die Wards einfach hinterher. Und sterben halt jetzt. Well played. Okay, als Kommentator ist es nicht so gut. Okay, was ist passiert? Die Supports waren zu weit hinten, wurden dementsprechend halt von den Leuten abgeschnitten. Das haben die Supports auch gesehen, dass sie da gerade in vier Leute reinlaufen. Sind nichtsdestotrotz weitergegangen, sind jetzt, bis auf den Abaddon natürlich länger, ist aber den Ulti benutzt, also sind jetzt dementsprechend alle gestorben. Ops ist in die Mitte gegangen, hat einen Ulti auf einen gezielt, war kein Teamfighter, das heißt, das Ulti ist auch raus. Das Ulti von Akku ist jetzt draußen. Und dementsprechend werden sie jetzt hier einfach gedived und werden komplett gewiped, weil SD jetzt hier nicht sieht, dass Akku jetzt hätte weggehen müssen. Und er hat keinen Mana, aber er ist halt noch hier geblieben. Müsste halt jetzt abhauen. Was er halt leider zu spät sieht. Für ihn. Der Generation sagen sich, okay, easy. Sie wissen halt nicht, wann sie aufhören müssen. Dann töten wir sie halt alle. Relativ easy. Waren geschenkte Kills hier am Ende. Dass die Supports weitergelaufen sind, hier waren zwei geschenkte Kills. Tite hat das rein, hat einen Arrow gefressen, gut passiert, hat danach die Revive gezogen. Waren damit ein geschenkter kompletter Teamfight und geschenkter kompletter Teamwipe für Team Dead Generation. Und Dead Generation denkt sich halt gerade so ein bisschen nach dem etwas besseren Start von SC, so denkt sich halt so, okay, danke, nehmen wir. Ja, ein knapperes Match, was, ich würde auch sagen, dass Dead Generation schlechter spielt als beim letzten Mal. Die machen auf jeden Fall öfters Fehler und vielleicht war es auch das erste Spiel, was so dermaßen einseitig war, dass sie gedacht haben, sie können sich halt jetzt wesentlich mehr erlauben. Das ist nicht der Fall. SD hat einige Aktionen von ihnen gepunished. Andererseits werfen sie halt irgendwie jetzt das komplette Spiel her, wenn sie Teamfight-Ultis haben und die Teamfight-Ultis halt nicht einsetzen, beziehungsweise halt auf einzelne oder um selber zu überleben dann einsetzen und es noch nicht mehr schaffen. Wenn der Support seinen Global Silence einfach mal einsetzt, in der Hoffnung, an einem toten T1 von hier aus zur Basis zurückzukommen, wenn ihm zwei Leute hinterherlaufen, ist halt. Ja, ist halt einfach nur extreme Misplays. Die Last-Hits sagen es schon so ein bisschen an, dass der Generation da ein bisschen besser farmt. Aber die Graphen zeigen es halt auch. 14.000 XP, viele Kills und das Gold, obwohl noch alle T2-Tower stehen, ist bei 14.000. Es tippt jetzt ein bisschen hoch, weil der T1 gefallen ist. Ja, Dead Generation farmt das Ganze ein bisschen aus. Kann ich ihnen nicht verübeln. Wir haben halt gesehen, okay, wir haben jetzt alle Teamfight-Unities gemacht. Wir haben dafür einen Teamwipe bekommen. Aber jetzt sind die so langsam wieder online. Jetzt sind alle wieder online. Dann farmen wir ein bisschen, warten auf die nächste Stiege von Items. Und schauen mal dann mal so, was wir da jetzt so rausbaiten können an Ultis. Das scheint so ein bisschen. Also es. So würde ich mal den Gameplan von Dead Generation symbolisieren. Wir lassen uns einfach mal reinleapen, lassen uns ein paar Arrows reinschauen und vielleicht kommen ein paar Ultis raus. Wenn mehr zwei Ultis raus sind, können wir halt einfach reinlaufen und alle töten.
Ja. Dann, was haben wir noch so? Wir haben Farmen. Dann dürfen demnächst mal Items rauskommen. Für SD kommen gerade die Items außen in Mekka nach 23 Minuten. Naja, aber gut. Ist halt so, wenn sie zurück sind. Immerhin haben sie jetzt einen Mech. Der Blink ist klar da, geht jetzt auf BKB. Aber dann hat nichts, klar. Dead Generation geht jetzt hier auf den Pickoff in der Mitte. Aber sie haben dann Sentry Ward. Sehen das, gehen einfach back. Ein schöner Sentry Ward, der da steht. Haben sie auf jeden Fall mitgedacht und Mirana Ulti nicht außer Kraft gesetzt. Was ein bisschen bitter ist, dass alle Sentry Wards hier außerhalb der Vision stehen. Ich sehe zwar nicht ganz, was dieses Sentry Ward hier steht. Wahrscheinlich im Kampf gesetzt, weil ansonsten gibt dieses Sentry Ward hier halt absolut keinerlei Sinn im geringsten. Denn das Sentry Ward muss hier stehen, um halt irgendwie diesen Bereich hier abzusenken, der halt der Standardbereich ist. Oder tatsächlich hier, um halt noch diesen Sentry Ward hier abzusetzen. Oder Magic Bush oder sowas. Joa. Oh, was ein 4-Step. Seriously, damn place. Schön gemacht, das Secret hier. Das ist aber schön anzusehen. Der Silence kam halt irgendwie im Leap raus. Ach ne, Quatsch, das ist ein Leap gemacht. Durch das Last Word, dadurch gesilenced gewesen. Dann noch ein 4-Step. Durch den Slider Ulti draußen. Ich bin nicht sicher, ob das Slider Ulti tödlich für die Mirana gewesen wäre, aber 24 Minuten Linkens für Weaver ist relativ schlecht, weil er halt auch oft offline war. Aber der Timbersword, 1500 Gold jetzt, Blink Dagger, einen Bloodstone, den er zwar schon einmal benutzen musste mit dem Suicide, aber auch jetzt wieder auf Cooldown ist. Schon eine Weile her. Vielleicht wird danach auf BOTs gehen oder auf den Shivas. Sehen wir dann. Ansonsten für Items. Jeder hat einen 4-Staff, das besonders gut ist für den Slytherin Crush, wenn sie schnell genug sind. Auf dem Finger. Jo, klar, in den ganzen Ebenfalls. Global Silence kommt hier raus, Timbersaw. Das Problem ist, sie haben halt keinerlei Lockdown mehr. Whoops. Aber sie haben natürlich auch genug Damage, wenn es halt so reicht. Dead Generation sollte hier nicht reingehen. Wow, das war knapp, okay. Da ist es X auf Level 4 und war ein bisschen zu knapp. Mal schauen, ob den SD Chase jetzt hier. Wir müssen natürlich als aufpassen auf den Timbersaw, weil der ist halt bald wieder da. Blink ist da. Ja, das war zu spät. Fox ist da zurückgegangen, hat aber dann bemerkt, natürlich, wenn er geradeaus hier hinliebt, kann ich auch einfach hier hinblinken. Hat das leider zu spät gesehen und damit nicht mehr bekommen. Mit dem Timbersaw ist er wieder weg, wie ich gesagt hatte. Das hätte SD halt irgendwie merken sollen. Und dann weggehen, aber sie gehen nicht weg und werfen lieber noch ein paar Teamfight-Ultis da rein. Das hätte ich nicht nötig gewesen, weil dadurch, dass sie jetzt immer noch bleiben, werden sie halt dann auch so einfach genommen. X-Max Bot ist da, Robster ist tot. Hm. So. Der Weaver chase natürlich. Okay. Ich weiß nicht, was Foxer da macht, außer sich ein bisschen an der Nase herumführen lassen. Denn natürlich macht der Weaver, wenn er hier den Kill gemacht hat, den Timeless und hätte vielleicht nicht unbedingt hier hinlaufen müssen, hier zurücklaufen müssen, sondern wieder hier hinlaufen müssen. Also entweder geht er zur Base, weil er sieht, ich kann den Weaver halt nicht töten, ich bin alleine. Oder er muss halt irgendwie hier stehen bleiben. Trollerlol. Ja, nee, er baut schon wieder einen Dagen. Keine Ahnung, ist jetzt diesmal nicht so knapp, aber Unnot. Mal gucken, ob Xanon hier auch auf den Dagen geht oder ob er das Spiel ein bisschen ernster nimmt. Schöner Stun. Aber gerade vorher ist Kutschi gemacht. Hat ihn halt durch den schönen Ward hier einfach gesehen. Und dann einfach mal gestunt, um zu zeigen, hey, ich kann sie noch treffen. Ja, das Game auf der Mirana, um einfach mal diese blöden Sentry Wards wegzubekommen. Und anscheinend noch die Vision, die SD haben. Und sie haben eine verdammt gute Vision dafür, dass sie so weit zurück sind. Das wird sich jetzt natürlich ändern. Der Ward ist halt auch relativ obvious. Und hier der Ward steht in der Lane, wird dadurch wohl demnächst down gehen. Aber es ist, ja. Beide Teams gehen sie jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger an. Genau. Wo ich vorsichtig sage, Roshan. Mal gucken, ob sie halt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie mit Roshan halt T2 werfen können. Das Problem ist, was ich sehen werde, ist, dass sie T2 pressuren. Es werden die Ultis von SD rauskommen. Sie werden damit nichts machen. Und der Generation wird dann Rex nehmen.
wenn sie nicht aufpassen. Aber SD ist natürlich noch nicht raus. Und ja, sie haben Teamfight Lineup. Und jetzt werden wir halt, also wir haben halt gesehen, dass sie im Teamfight immerhin wesentlich besser das gemacht haben als vorher. Und von daher bin ich gespannt, wie jetzt dieser Teamfight nach Roshan, falls er denn kommen wird, dann halt auch laufen wird. Meirana mit dem Force-Staff können sie jetzt nicht mehr bekommen. Die Force-Staffs sind eine richtig gute Idee, weil das einzige das Problem, was SD halt hat, ist, dass Stunts fehlen. Slider hat kein Setup, kann Blinkstun machen, aber sobald halt irgendwie... Sobald du den Slider siehst, und das ist halt bei dem 5-Mann... 5-Hero Teamfight-Lineup halt relativ sicher, dass du immer irgendwas siehst, weil sie werden nicht irgendwie in den Bäumen hängen und darauf warten, Leute zu ganken. Solange du ihn siehst, kannst du den Slider relativ einfach tot bekommen. Und natürlich mit X am nächsten Spot. Und mit dem Boot kann man das auch so machen. Hier ist sogar noch ein neues Zepter gekauft worden. Einfach nur, because, you know, Setups into Torrent und sowas. Wenn mal das X down ist. Ja, was braucht SD? SD braucht einen großen Teamfight, um wieder ins Game zu kommen. Wir müssen irgendwie T2 verteidigen. Das Problem ist, wenn die Generation es merkt, können sie auch einfach warten. Akku versucht hier ein bisschen zu Split-Pushen, es ist an sich die bessere Wahl, das Problem ist nur, sie haben keinen Split-Pusher. Split-Push ist hier die gute Entscheidung, das zu tun. Das Problem ist, es kann keiner sicher tun. Denn Death Prophet stirbt halt einfach, wenn X kommt und alles andere stirbt auch. Es war knapper, als ich gedacht hatte, aber ja, was auch immer der Oils am Anfang... Ja, Oils kann man machen so. Jetzt kommen hier wieder die Kombos. Die werden den Slider töten, weil Abaddon. Ich weiß nicht, ob er von Leon mal spät war oder ob er geschlafen hat. Es war aber auch nichts, wo er ihn hätte. Ja, also er hätte ihn natürlich retten können. Schon klar, er wäre nicht gestorben. Und der nächste X, der nächste Arrow. Ja, aber da ist Oils da, um das zu disjointen. Schöne Itemwahl. Zwar eine. Eine Itemwahl, die jetzt nicht wegen Situation ist, sondern halt einfach Death Prophet baut halt einen Oil Scepter. Aber wir haben einige Heroes auf der Seite von SD, die das Degeneration Lineup so ein bisschen kontert. Zum anderen der Abaddon, der eine sehr gute Wahl ist, aber wo wir halt bisher noch nicht so viel. Wir haben viele Saves bekommen, die aber alle nicht so wirklich spielentscheidend waren. Andererseits ist natürlich der Abaddon dafür da, halt Saves zu machen und nicht an sich spielentscheidend zu sein, sondern einfach nur da zu sein und den Sustain zu geben, im Teamfight überleben zu können. Ja, die Death Prophet ist auch eine gute Wahl, denn sie ist tanky, sie hat Core-Items, die eine gute Wahl sind, und der Silence ist halt tatsächlich extrem gut gegen Death Generation. Das Problem ist nur, dass wir halt irgendwie öfters mal alleine gegen Leute sterben, wie man hier oben in der Top-Lane wieder sieht. Und dann nacheinander reingehen und noch werfen. Weaver dürfte jetzt... Okay, hat kein Timeless mehr. Doch, okay. Ja, und mal wieder Global Silence, um sich selber quasi zu retten. Aber es war schon alles draußen, Global Silence weggeworfen und das dürfte mal Rex sein. Weil der Generation jetzt einfach Highground gehen kann. Silence hat sein Ulti weggeworfen. Der Wops, der hat es gut getan, hat seine Ravage nicht gezündet, weil er gesehen hat, dass es sinnlos war. Ulti ist wäre noch da, aber zumindest erstmal können sie jetzt Highground gehen. Ups. Aber andererseits hat natürlich das Oil-Zip eine größere Reichweite, das heißt, der nächste X könnte dann es wieder sein. Ich habe mein eigenes X. Worms. Das Schild war richtig. Ravage war schön gezündet raus. Den Timbers haben sie auch totbekommen. Das Chip war daneben. Allerdings ist da so ein Weaver, der da so ein bisschen... Rampage. Oh, was ein Silence. Schön gemacht von SD. Den Silence und den Timelapse genau im richtigen Zeitpunkt rausgenommen. Oh nein, was ist das denn für ein... Oh. Nee, Quatsch, okay. Ja doch, okay, es war tatsächlich der Oils, der da den Kunker aus dem Stun rausgebracht hätte, sonst hätten sie noch mehr bekommen. Weaver, achso, ja, Buyback, Timelapse und jetzt zerstört er einfach jeden. Hätte SD vielleicht mal darauf achten müssen, dass da so ein Weaver ist, der
sie alle tötet. Und nicht einfach so aus der Base raus. War nicht so sinnvoll, da jetzt halt zu chasen. Schöner Teamfight für SD, andersrum. Leider, ja, haben sie danach halt zusammen gemacht und da kommt das GG. Ich habe jetzt noch ein bisschen gefroht. Der Silencer war ein cooler Pick, allerdings, ja, ohne es zu harsch zu sagen, aber schlecht gespielt. Die Ultis kamen einmal, ja, brauchst du eines, please. Die Ultis, der Ulti kam einmal passend und dreimal hat dann komplett weggeworfen. Und das hat SD so ein bisschen das Spiel gekostet. Die Silencer waren sehr gut gewählt. Es war ein sehr schönes Lineup von SD, was perfekt super gegen Dead Generation gepasst hatte. Ich weiß nicht, ob SD da, ob Dead Generation ein komisches, also da nicht drüber nachgedacht hatte und ein relativ easy zu counterndes Lineup da in SD reingepickt hat oder umgekehrt. Aber es hat nur ein bisschen die spielerischen gefehlt. Fight Hunter war halt gut, der Silencer hat mir nicht so gut gefallen. Death Prophet hätte am Anfang ein bisschen weniger feeden müssen. Ja. Da fehlen halt immer noch so ein bisschen Notch. Der aber dann hätte mehr machen können, hat aber quasi, hat SD im Spiel gehalten. MVP für mich in diesem Spiel. Dead Generation hat das Spiel runtergespielt. Die Weaver hatte am Ende hat man gesehen, wie großen Impact die Weaver bekommen oder gemacht hätte vor 10 Minuten, wenn er halt nicht so wenig Farm bekommen hätte auf der Offlane. Das hat SD auf jeden Fall gut gemacht. Marana hat schöne Arrows getroffen, hat eine gute Item-Choice gemacht mit dem Force-Staff. Jo. Timbersaw hat das Spiel so gespielt, weil er halt der Carry quasi war. Sie haben ein krasses Midgame-Line-Up gespielt und natürlich nach 33 Minuten auf der Höhe der Zeit und haben sie SD zu Recht besiegt, obwohl es ein Teamfight-Line-Up war, was halt auch zu der Zeit groß geworden wäre. Nun gut, da muss SD zurück an ein bisschen practicen. Dead Generation muss vielleicht gucken, dass sie ein bisschen ernster spielen teilweise und haben halt da doch auch ein paar Throws gehabt, aber an sich. Verdienter Sieg für Dead Generation, 2-0, Dead Generation gegen SD in der Federal League Season 1. Ich bin Sisterson, following me at sisterson.de in Twitter und Twitch und es, nein, anyway. See you on the next Federal League Games. Viel Spaß noch und bis dahin, ciao, ciao.